Ah, nee, jetzt sprint ich einfach durch. Ach, scheiße, Moment. Das wird aber langer Sprint. Fuck. Nicht cool. Gar nicht cool. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ah, damn it. Oh, fuck. Hallo? Alter, jetzt... Ja. Jetzt wäre das, hier, jetzt wäre der Ring of Four ganz gut. Damn it, Alter. Nee, ich hab keinen Bock auf euch. Und auf euch auch nicht. Scheiß Diebe. Es läuft sogar ganz gut. Sind jetzt halt nur irgendwie 1000 Gegner hinter uns. Ah, fuck it, Alter. Was für eine Versammlung. Na, wunderbar. Na... Boah! Gibt's keinen schnelleren Weg in die Untiefen? Jetzt lass mich mal überlegen. Doch, da gibt's einen. Aber ich weiß nicht genau, wo der ist. Fuck! Werden wir gleich mal schauen. Boah, das kotzt mich jetzt schon an. Dieser ekelhafte Metzger oder schlecht oder was auch immer. Nein, das wollte ich doch. Fuck. Alter, okay. Immerhin haben wir den ganzen Zirkus hinter uns mit dem Ziegendämon. Was genau jetzt nochmal als nächstes kommt, weiß ich auch nicht. Was war denn nochmal? Nach dem Ziegendämon geht es ja in die Untiefe oder in die Tiefen. Also, in der englischen Version heißt das Ganze Undepth. Undepth. Ja, ich kann das nicht so ganz aussprechen. Was ja Untiefe heißt. Und nicht Tiefe. Was hier aber allerdings Tiefe heißt. Also, naja. Das spielt aber sowieso nicht die beste Übersetzungskunst. Auf jeden Fall. Was kommt denn jetzt nach dem? Was war da? Was war nochmal in den. Tiefen. Ich glaube, da war die Spinne. Ja. Oh, fuck. Dich habe ich ganz vergessen. Dann kommt meine nervigen, hässlichen Diebe. Meine Fresse, ey. By the way, Leute. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer von euch schon den 12 Minuten Gameplay Trailer, gut, es war kein Trailer, das 12-minütige Gameplay Video von Dark Souls 2 gesehen hat und es einfach auch total geil findet. Oh shit, ernsthaft? Allein schon wegen den Lichteffekten. Oh, das sieht einfach so mega awesome aus. So. Normal. Eigentlich können wir jetzt durchrennen, aber ich will es nicht riskieren. Schon allein, weil in den Tiefen jetzt ja auch die ganzen Spastis wieder respawned wurden. Mit ihrem hässlichen Rumgefuchtel. Nix da, mein Freund, nix da. So, geht doch. Oh, Alter. Ich vergesse diesen ekelhaften Hund immer. Und alle anderen ekelhaften Hunde, die hier so rumspringen. Na komm. Beiß zu. Oh, wenn du mir... Ich wollte gerade sagen, wenn du mich jetzt doch irgendwie killst. Ey, ihr wisst gar nicht, wie ich da gestern geragequittet bin. Das ist unglaublich. Viermal hintereinander alle vier oder sowas gedrückt. Oder sowas? Nee. Klar, boah. Man merkt kaum das Wochenende schon, kaum das Wochenende schon habe ich sprechen verlernt. Was, wo kommst du denn? So, geht doch. Oh, no, no, no. Alter, ich. Wie ich mein Schild halt noch draußen hatte. Klar. Und wie ich verrecke jetzt schon wieder gegen den Metzger dann.
Nervengrenze erreicht. Okay. Wohin führt der Weg denn? Damit wir es endlich mal wissen. Ah, Achtung, vor die Geschosse. Oh, fuck. Ja, tolles. Ja, so wie zum Geschoss. Chris. Wohin führt das denn? Ich glaube. Ah. Okay. Jawoll! Moos! Oh shit, Seelen! Fuck! Nein! Nein! 10.000 fucking Seelen verloren! Oh fuck, wieso bin ich da einfach durchgerannt? Nein! So ein Scheiß, ey, ich glaub's nicht. Ich will gar nicht wissen, wie viele gerade von euch einfach nur gefacepalmt haben, als ich da einfach ohne nachzudenken durchgesprintet bin wie der letzte Verrückte und auch gekillt wurde. Ach nee, ey. So ein Bullshit. Naja, gut. Okay. Verringerte Blutungszunahme. Ist gut. Kauf einmal. Lila Moosklumpen verringert Giftansammlung, heilt Vergiftung. Sehr gut. Halt nochmal. Und wir haben keine Seelen mehr. Ich glaube, ich habe in irgendeinem vorherigen Part gesagt Gold. Wie auch immer ich darauf gekommen bin. Naja. Okay. Ach genau, ich wollte ja noch schauen, wo das Ganze hinführt. Der Händler ist auf... Ich weiß ungefähr, wo das ist, aber da müssen wir zum Firelink-Shrine und da erstmal alles durchkämpfen. Also ist es vollkommen egal, von wo aus wir da hingehen. Kaufmann. Und vorne. Danke. Zwei Bewertungen. Übrigens habe ich heute erfahren, dass man Bewertungen nur machen kann, wenn man einen bestimmten Gegenstand im Spiel findet. Welcher Gegenstand das ist, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall scheint das schon ziemlich viele gefunden zu haben. Auf das Ding! Jawoll! Bringt uns zwar jetzt wirklich nicht allzu viel, aber egal. So. Dann geht's mal auf zum schlechter Metzger, wie ihr ihn auch immer nennen möchtet. Ich nenne ihn einfach Spasti, das reicht mir. So. Der war ja nicht mal wirklich schwer. Der hat einfach am Ende diesen unerwarteten Angriff von sich gegeben, ja. Man denkt, also, normalerweise haben ja die ganzen Gegner immer die gleiche Angriffsstruktur. Also die gleiche Vorgehensweise. Aber der Penner, der musste jetzt einfach mit was anderem kommen. So. Ah, da bist du, du Scheiß. Ich sag jetzt mal nicht Metzger. Ich möchte ja keine Berufsfelder beleidigen oder keine Berufsbilder beleidigen. Du Scheiß, Spaß, ja? Boah, würde ich meinen Kommentar jetzt gerade so ultra tiefgründig. Das merke ich gerade selbst, ja? Na dann! Ah, fuck, der Hund, ja. Komm hoch! Ja, oder spring einfach runter, du kommst eh nicht mehr hoch. Oh. Können Hunde Treppen benutzen? Ja. Ach, das war der einzige. Oder sind gleich zwei? Egal, lassen wir die einfach mal da unten. Moinsen! Holy crap, welcome dead in! Na komm. Du bist zu langsam, mein Freund. Zu langsam. Also wirklich. Und gegen so wen habe ich 10.000 Seelen verloren. Wow, okay. Okay.
Ernsthaft? Ernsthaft? Wie er halt seine Beine noch überkreuzt, ja? Das, oh Gott, ernsthaft? Das sieht so scheiße aus, ja? Okay. So, was haben wir denn hier Schönes? Vielleicht irgendwas? Ah, eine Truhe! Das war wohl gemeint. Große Glut! Das war's! Glaube ich. Nein, das war's nicht. Trotzdem haben wir große Glut gesucht, um unsere Waffe auf plus 10 aufzurüsten. Ja, was aber immer noch unklar lässt, welcher Gegenstand gesucht ist. Naja, werden wir noch früh genug erfahren, nehme ich an. Werde ich mich einfach nochmal schnell darüber informieren. Vor der nächsten Aufnahmesession. Jetzt komm, stirb einfach. So, und der andere Rund, da. Friss. Boah, wie sie immer ausweichen müssen. Und schon verlieren wir den Lockdown. Das geht so schnell bei diesem Spiel. Boah. Ja, ich rede mich gerade vielleicht ein bisschen zu sehr auf, aber trotzdem. Das nervt einfach. Ich weiß nicht, ob das Spiel einfach buggt oder ob das normal ist, dass man so schnell den Lockdown verliert. Wenn der Gegner halt mal einen halben Meter zurückspringt, ja. Okay. Dann mal weiter. Da runter. Okay, das war's. Wir kommen nicht mehr raus. Hier ist auch kein Bonfire. Finde ich sehr unsozial, ja. Solange hier kein Gegner kommt, nämlich. Ah, fuck! Holy! Was bist du denn? Eine Riesenratte oder sowas? Wer? Was ist. Ist ja widerlich. Alter, eine Riesenratte. Eine fucking Riesenratte. Shit. Nee. Nee. Eine Riesenratte ist jetzt das Letzte, was ich irgendwie brauche. Och nö. Alter. Das sehe ich jetzt mal überhaupt nicht ein. Aber wir können ja auf sie runterspringen und Schaden verursachen. Ja, komm, out! Huah. Oh. Ha, ich dachte, du bist schon tot. Lol. Holy crap! Alter! Geht doch! Ich dachte gerade, dass wir irgendwie das ganze Leben abgezogen hätten, weil der Bike einfach nicht mehr angezeigt wurde. So, Humanity. Was haben wir hier? Ein anderes Soldat, okay. Also wir bekommen so langsam unsere 10.000 Seelen wieder rein. Naja, so langsam. Was war das? Ich glaube irgendwas mit Kerker oder so. Nein, das war's nicht. Das war. Nein. Kanalkammerschlüssel, okay. Ah, ich sehe schon die Tür. Nicht. Ah, oh, okay. Schauen wir uns aber erstmal hier ein bisschen rum. Da will ich jetzt auf jeden Fall nicht runter surfen, ja. Wieso habe ich das Gefühl, dass damit das hier gemeint ist? Da kommen wir halt mal überhaupt nicht hin. Also geht's erstmal hier runter. Was gibt's hier Schönes? Eine Seele. Oh shit! Eine Ratte. Ja, renn halt weg. Hallo? Alter. Also manchmal, da kotzt mir die Handachse an. Ho, 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 ho. Oh shit, Riesenratten. Na wunderbar. Ja, jetzt komm, weg da.
Kann man da runterfallen? Nein. Oh, 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 oh. Ich habe immer Angst, dass irgendwas mich anspringt, sobald ich ums Eck laufe. Was geht bei der ab? Ja? Gut. Oh, wo kommen wir da hin? Okay, erstmal die abschlachten. Hold up! Damn. Okay, okay. Gar nicht cool. Zu viel. Oh, das sind eindeutig zu viele Wege. Ja, eben, weil wir hier auch noch nach oben kommen und wahrscheinlich dann gleich runter können. Hier zur Kanalkammer oder so. Oder eben auch nicht. Was haben wir hier? Oh, fuck. Ja, genau. Rennt einfach weg. Alter, hier gibt es einfach viel zu viel. Oh, hi. Ah, nice. Ein Bonfire. Yes. Ein fucking Bonfire, endlich.